Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Aber dort, und wo Adanos stand. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht müssen wir auch einmal mit Vatras reden. Ich würde mit ihm einmal reden wollen. Herr Wald, erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Ich will mit dem Ring des Wassers. Meer? Was gibt's denn hier unter dem Meer? Kannst du mich heilen? Kann man mit ihm... Was passiert, wenn ich das hier sage? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Eigentlich nicht, nee. Aber okay, erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Ich habe hier so einen Stein. Ich werde was spenden. Erzähl mir über die Götter. Eigentlich will ich das nicht. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Es werden bald schreckliche Dinge passieren. Es sind Drachen gekommen. Und ich sag es ihm einfach. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Zaras der Mergi hat es mir erzählt. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aha. Und deshalb hast du dich auf den Weg gemacht. Wer bist du eigentlich? Ich bin neu hier. Ich bin ein Abenteurer aus dem Süden. Komm, ich bin ehrlich, komm. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, ja, der irgendwo aufgeschnappt hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Ja. Ich glaube, du verschweigst mir etwas. Falls du Sorge haben solltest, dass ich das, was du mir erzählst, weitergebe, so kann ich dich beruhigen. Ich habe geschworen, alle Geheimnisse, die mir anvertraut wurden, für mich zu behalten. Und was ist mit den ganzen Leuten hier? Sie verstehen nur die Hälfte von dem, was ich ihnen predige. Mach dir also keine Sorgen. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Was ist das für eine Botschaft? Es sind Drachen gekommen? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Wenn das tatsächlich wahr ist, wird das Gleichgewicht der Erde gestört. Wer hat dir das erzählt? Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Komm. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ja, ich bin ein ehemaliger Gefangener. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen.
Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Was wäre denn etwas Angemessenes, dass du das dich überzeugt? Komm, mach ihn mal. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Ich habe viele Menschen befreit, die Barriere ist weg. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Okay, also so... Warte, ich bitte dich noch um einen kleinen Gefallen. Geh zum Hafen, dort findest du einen Mann namens Laris. Gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Okay, ich wollte eigentlich so mit ihm mal gequatscht haben, um zu wissen, ob ich irgendwie mehr über ihn durch die Vermissten erfahre. Weil er ist der Einzige gewesen, mit dem ich noch... Wo bin ich jetzt? Hä? Also der war ja der Einzige, mit dem wir noch nicht wirklich ausführlich gequatscht hatten. Wo... Hier muss ich entlang. Habe ich mich hier einmal verlaufen. Okay, aber jetzt können wir dann mit Laris quatschen. Nice. Also ihn von da hinten befreien, sage ich jetzt das mal. Das ist wirklich nicht mein Problem. Von mir erfährt keiner das. So, darauf habe ich so lange gewartet. Ich hätte das nicht. Laris! Hey, du! Vatras schickt mich. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Vatras gab mir dieses Ornament für dich. Wegen der verschwundenen Leute. Ich frag das erstmal. Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Es gibt doch nur noch mehr. Die Sache nicht Angelegenheit der Miliz? Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Nein. Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Ganz gewusst. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Das interessiert mich. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Ja. Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Meinst du, mir geht es besser? So, bringen wir was bei? Du musst eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Ich brauche deine Hilfe? Was passiert da? Ich brauche deine Hilfe. Das ist doch alles. Und was genau schwebt dir da vor? Ich brauche Geld. Wie wär's mit einer besseren Rüstung? Ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen. Aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen.
Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz. Aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zyris am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Okay, ich brauche eine bessere Waffe. Damit kann ich dir leider nicht dienen. Hast du es schon mal am Marktplatz versucht? Das war da schon vorher. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lemar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Oh. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lemar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Aber... was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf, ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Corinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalt die Sache für dich. Klar. Okay, ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Wie ist das so, zum Ring zu gehören? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Corinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles Weitere wird sich zeigen. Okay, verstehe. Das hätte ich dir vorher sagen können. Okay, also den Ring von Laris anziehen. Wo habe ich den? Den ziehe ich jetzt mal an. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Quatsch mal mit den Leuten hier. Hey! Wer sind die wichtigen Persönlichkeiten? Kannst du mir, irgendwer muss hier doch... Vielleicht Meldung? Nee, auch nichts Neues. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Die Namen? Bürgerin. Er musste es ja besser wissen. Wo hat er gesagt, hält einer... Was du nicht sagst? Der Wassermagier vom Ring, Wache? Er musste es ja besser. Wer gehört dazu? Irgendjemand mit, einem Namen. Vielleicht Rebis?
muss alle einfach mal so anquatschen, ne? Ganz genau. Bürger, der heißt nur Bürger, Rückwärts. Ich kann das nicht glauben. Bürger, Bürger. Und ich glaube nicht, dass es jemand ist, der einfach nur Bürger heißt. Ich glaube schon, dass es jemand ist, der einen Namen hat. Ich kann das nicht glauben. Wenn jetzt Fan da ist, ist... Hey! Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Wie ist die Lage? Pass bloß auf, was du hier machst. So Galgenvögel wie dich beobachten wir hier ganz genau. Bin aber kein Galgen. Aber Inus sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land und er erwählte den Menschen. Hier, Valentino vielleicht. Und Inus sprach zu ihm und der Mensch ward ihm untertan. Bürger, und Inus Bürger, verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, Bürgerin? Auf dass er den Wirken Belias Einhalt gebiete. Also, in Gothic 1 habe ich das jetzt bisher so verstanden, dass man da irgendwie den irgendwer muss die Arbeit ja machen. Den Leuten da zugehören muss, die hier Dinge zum alten Lager. Na, geht's dir gut? Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ah, ja, stimmt, das war der. Ich glaube da nicht dran. Das war Bartok vielleicht? Alles klar? Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Okay. Irgendwer muss die Arbeit machen. Wer ist jetzt der, den wir jetzt aufsuchen müssen? Die hier wahrscheinlich nicht. Ranga, Ulf, oder? Hey! Dem will ich jetzt nicht noch ein Bier geben. Ulf, bring mich zum Kloster. Der Herold auch nicht. Stadtwache. Wen muss ich jetzt suchen? Warte mal. Die Befreiung. Ablesung für Lares. Lares kann den Hafen nicht verlassen. Ich soll mich auf seinem, mit seinem Aquamarinfinger auf den Marktplatz zeigen und jemanden ausfindig machen, der Lares ablöst. Auf dem Marktplatz muss ich jetzt. Okay. Marktplatz ist ja hier oben. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz. Also hier wird sich wohl irgendjemand zeigen, oder wie? Bartok und Rengaro waren es jetzt nicht. Vielleicht. Komm, ich quatsch mal. Was gibt's Neues? Hast du es schon gehört? Die Orks sind vor der Stadt gesehen worden. Hoffentlich haben die Paladine genügend Leute. Ich frage mich, ob das der Grund ist, dass keine Bauern mehr zum Markt kommen. Hm. Nee. Ich glaube nicht. Wo ist eigentlich der Pirat hier? Ich habe was anderes. Wie hieß er nochmal? Greg? Das ist mein Ich habe die Banditen erledigt. Ich habe die Banditen erledigt. So? Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Soll ich nochmal zurückgehen und dir die Köpfe abschlagen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Damit hast du den Händlern und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Hier ist das versprochene Gold. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Oh. Danke. Zeig mir deine Ware. So, warte mal. Schlachtaxt, grobes Bastardschwert, Schiffsaxt, Lichtstab, Wolfszahn, Kutschbär, grobes Blutbär, Lidsgürtel. Nee. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich wusste jetzt nicht, dass ich für ihn noch eine Quest hatte. Das habe ich schon gesagt. Aber mit wem muss ich jetzt hier reden? Wer wird sich hier jetzt offenbaren? Das weiß doch inzwischen jeder. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das weiß doch inzwischen jeder. Amulett der Erleuchtung. 30 Lebensenergie gibt er. Und der hat hier roter Tränenpfeffer und Apfeltabak. Und dann die göttliche Kraft der Gestirne.
Wer ist das jetzt, Baltram? Warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Du gehörst auch dazu. Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Können wir nicht doch ins Geschäft kommen? Können wir nicht doch noch ins Geschäft kommen? Pass auf, wenn du mir 10 Schinken und 10 Flaschen Wein besorgst, dann werde ich wieder mit dir handeln. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe deine Ware? Ich habe deine Ware. Zeig her. Wir hatten doch 10 Schinken ausgemacht. Komm wieder, wenn du genug zusammen hast. Und was ist mit den 10 Flaschen Wein? Hast du die etwa vergessen? Okay. Okay, also wir können mit ihm doch noch wieder handeln, wenn wir das erledigt haben. Jetzt haben wir wieder neue Quests. Das feiere ich jetzt aber, dass wir wieder neue Quests kriegen. Und wir haben das mit Larissen jetzt quasi gleich erledigt. Und eine andere Quest haben wir auch schon erledigt gehabt. Aber wir haben echt schon zu viele hier offen. Und wir haben bald das Geld beisammen, um Goran freizukaufen. Nur was eine andere Aufgabe angeht, mit dem Beweis, da weiß ich nicht, wie wir das jetzt schaffen können, weil die sind jetzt da tot, da hinten. Obwohl, das waren ja eigentlich ganz normale, ohne Namen, oder? Ich hoffe doch. Dann müssten die doch wieder spawnen. Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe mit Baltram gesprochen. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst. Okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen zu Onas. Ne, erstmal Ornament. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Ich hoffe, Laris geht mir nicht drauf unterwegs. Ich habe auch keine Ahnung, wohin. Ich speichere vielleicht einmal. Hier diesmal aber auf die 4. Ja, ich habe einen weiteren Speicherstand gemacht. Nur um sicherheitshalber nicht irgendwie... nicht, dass wir aus Versehen hier jetzt... nicht mehr weiterkommen, weil da die Leute da tot sind. Und dass ich dann zur Not nochmal zurückspringen könnte. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Und das dann nochmal irgendwie wieder hier offscreen, also meine ich dann, nochmal neu machen könnte. So nochmal nachspielen. Frag mir jetzt aber, wo wir genau hingehen. Die meisten habe ich mir ja schon gekümmert hier. Also wird hier jetzt erstmal, glaube ich, nichts passieren. Es sei denn, der will jetzt irgendwo hingehen, wo es doch ein bisschen gefährlich wird. Und ich will nicht, dass Lara stirbt. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Saturas, wer ist das? Saturas? Wer ist das? Na, der oberste Wassermagier im neuen Lager. Damals im Minental, als die Barriere uns noch alle eingeschlossen hatte. Lee und ich hatten damals einen Pakt mit den Wassermagiern geschlossen und haben uns mit gemeinsamen Kräften gegen das alte Lager behaupten können. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? So viel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind.
Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Okay, lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Stimmt, ich habe Satoras voll vergessen, wer das war. Aber ja, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Boah, ist echt schon zu lange her gewesen. Aber ey, ich freue mich, die auch alle wiederzusehen, alle alten Charaktere. Und ja, ich habe so das Gefühl eigentlich, Gothic 1 war so mehr in Richtung hier die Feuermagier. Gothic 2 dann so eher mehr so der Wassermagier und so weiter. So, also, beziehungsweise so mehr zu den Roten, hier jetzt mehr zu den Blauen, so Hauptstory. Bei Gothic 3 weiß ich das noch gar nicht. So, was ist los? Geht's noch? Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ja, ich bin unterwegs, ich bin hinter dir. Ich weiß jetzt nicht, was hatte. Okay, wo müssen wir hin? Warte mal. Wo geht's? Wo geht's zum Wassermagier? Wo geht er hin? Ich frage mich jetzt wirklich, wo will er hin? Na, das andere Kloster da, das war ja Feuermagier. Okay, aber wo sind die Wassermagier? Ich verstehe jetzt gerade was nicht. Also, okay, ich laufe trotzdem erstmal wieder. Ich laufe einfach nur erstmal hinterher. Und hoffe, dass wir jetzt nicht gegen stärkere Gegner kämpfen müssen. Ich frag mich, wie gut ist denn die Rüstung, die er jetzt trägt? Ob die... Mach mir jetzt nicht schlapp. Ich lauf doch Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich bin hinter dir. Warum quatscht er mich jetzt voll? Hä? Ich bin doch dicht hinter ihm. Frag mich nur, die Rüstung, die er hat, ist die besser als die ich habe? Wenn ja, dann würde ich die auch haben wollen. Wenn er mich jetzt noch einmal anquatscht. Ach stimmt, hier sind wir. Hier hatten wir doch schon alle erledigt gehabt. Schon im Voraus. Gut, dann ist das ein sicherer Weg mit Laris. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Okay. Lass uns weitergehen. Ja, lass uns. Bleib dicht hinter mir. Ja, aber warum quatscht er mich jetzt voll? Ist es jetzt zumindest was anderes als einfach so, ob ich schlapp mache? Weil er mir jetzt irgendwie eine neue Info gegeben hat. Ist das jetzt eigentlich immer noch eine Nebenmission, was ich hier mache, oder zählt das schon als Hauptstory-Mission? Kannst du noch? Lade es, ich kann noch. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich fand super, dass da oben auch stand. Genervt.
Das waren die super. Okay, gut. Wir wollen aber trotzdem weiter. Ich habe aber schon die Vermutung... Ja, okay. Okay, ich weiß schon wohin. So, hier kann's gefährlich werden. Okay, aber... Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Jetzt muss ich mich zurückhalten. Ich hab dir doch vorhin am Arsch geklebt und jetzt soll ich mich zurückhalten? So, wo muss ich jetzt hin? Da runter? Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Okay. Darunter? Würde ich dann eigentlich in der nächsten Folge machen wollen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.